Braucht's hierfür ein Intro? Weiß ich nicht. Hi. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Ich mache eine Boss-Tier-List der Bosse in Elden Ring. Und ich habe hier was rausgesucht. Dann schauen wir mal, was es da alles so gibt. Also, ich glaube, manche muss ich googeln. Hier. Aiden Thief of Fire weiß ich zum Beispiel jetzt nicht genau. Vielleicht kann mir da auch im Chat der ein oder andere ein bisschen aushelfen. Alabaster Lord, Alecto, Black Knife, Ringleader. Ancestor Spirit, da weiß ich, welcher das ist. Ja. Also eher so CD. Terrible, oh, weiß ich jetzt nicht. Ich würde es vorerst mal hier einordnen, das kann ich ja nachher immer noch ändern. Eher so, meh. Der Kampf war, ja, man kann nur die Beinchen treffen. Schwierig. Also für mich vor allem, weil ich ja hauptsächlich Nahkampf genutzt habe und keine Magie, da war der Kampf jetzt nicht so geil. Ancient Dragon, Lanceax. Lanceax, das ist der in der Totenstadt, ne? Oh, der Kampf war schon, der war schon episch. Die ganze Nummer. Und es war ein Drachenkampf, die konnte ich dann zu dem Zeitpunkt schon relativ gut. Als ich da hingekommen bin, von der Epicness her, würde ich es fast als S-Tier einordnen. Ich lasse ihn mal bei Great und mal gucken, was dann nachher noch kommt. Hier, das sind diese, das sind alles Bosse hier in diesen Gefängnissen, die ersten vier jetzt hier. Aiden, Thief of Fire, Alabaster Lord, Alecto, Ancient. Moment, Alecto? Das war die ganz schnelle, oder? Ich glaube. Ah, diese Astell-Nummer. Eher so auf dem, beide. Beide Astell-Kämpfe eher so mäh. Die waren nicht besonders episch. Die haben seltsame Sachen gemacht. Magie, Brutzelzeug. Eher nicht so der Shit. Battlemage Hugus. Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Beastman of Farum Azula. Beastman. Weiß ich auch nicht genau, welcher das ist. Bellbearing Hunter, bin ich mir auch nicht sicher. Blackblade Kindred. Die waren cool eigentlich. Die Kämpfe haben mir sehr viel Spaß gemacht. Die waren zwar nicht besonders episch, aber die haben auf jeden Fall Bock gemacht. Black Knife Assassin. Kann ich mich nicht besonders gut dran erinnern, deswegen wird's okay gewesen sein. Bloodhound, relativ am Anfang eins dieser Gefängnisse. Der Kampf an sich, ja, eher so in dem Bereich, ne, ist nicht besonders episch. Macht ganz okay Spaß zu bekämpfen. Bellbearing Hunter, weiß ich nicht. Balls Carrion Knight. Bin ich mir auch nicht sicher. Borealis. Astell Artwork. Ja, wie der aussieht und die Farben und wie der gemacht ist, ist schon sehr cool, das stimmt. Aber der Kampf selber war nicht cool. Ja, das ist jetzt die Frage, bewerte ich den Kampf? Ah, der sieht schon nice aus. Mit dem Level und so, ja, das stimmt schon. Da war aber, glaub, der zweite war geiler vom Aussehen her. Man könnte sagen, oder war das, also,
Hier sieht man ja im Hintergrund so diese Sterne und so. Man könnte den einen ein bisschen höher setzen, weil die Umgebung cooler ist. Aber die Kämpfe an sich waren jetzt nicht so geil. Borealis, The Freezing Fog. Ach, diese ganzen Drachenkämpfe, diese Standard-Drachenkämpfe, die waren alle okay. Sind halt Drachen, ne? Da war jetzt nichts Besonderes bei denen. Der eine macht ein bisschen Gift, der andere irgendwas anderes. Der einzige, der da ein bisschen rausgestochen hat, war Lanceax. Cemetery Shade. Habe ich jetzt auch nicht mehr richtig im Kopf. Clean Rod Knight, weiß ich auch nicht. Commander Njal, oh Gott. Der mit seinen hässlichen Summons, die er da immer gerufen hat, genauso wie Commander O'Neill. Grausige Nummer. Crucible Knight and Crucible Knight Ordovis. Kann ich mich jetzt auch nicht so 100%. Dran erinnern. Die Crucible Knights, der eine Kampf war schon cool. Mit den Crucible Knights, der erste, dem man begegnet ist. Das hat schon Bock gemacht. Aber die waren auch alle ein bisschen anders, ne? Es waren schon coole Kämpfe. Aber die wurden halt immer wieder wiederholt. Diese ganzen Crucible Knight-Dinger. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen ich als erstes gesehen hatte. Deswegen bin ich mir jetzt auch überhaupt nicht sicher, welchen ich eine Stufe höher setzen würde. Ich glaube, den hatte ich zuerst gefunden. Und das war schon ganz cool, den zu lernen. Ah, diese Kristalldinger. Ah, die waren nichts Besonderes. Deathbird. Ah, auch eher so. Death, Todesriten. Der eine, der Deathbird, der kommt nachts und der Deathridebird, der war, glaube ich, dann tagsüber mal da. Ah, Decaying Ex. der Drache, den man mit dem Blutungsschaden killt, ganz klar amazing. Ganz klar amazing Bosskampf. Der Kampf war gigantisch, spaßig und überhaupt nicht irgendwie langweilig oder so. Der hat richtig Bock gemacht. Terrible. Demi-Human Chiefs. Da bin ich mir, weiß ich jetzt, habe ich auch vergessen? Dann können sie eigentlich nicht so gut gewesen sein. Demi-Human Queen. Weiß ich nicht, wenn mich da irgendwer aufklären kann, wo ich die gefunden habe. Oder wo man die findet. Vielleicht kommt's dann wieder. Draconic Tree Sentinel. Die Tree Sentinels genau das gleiche, ne? Die Kämpfe, die sind okay. Aber den ersten zu lernen, das war schon nochmal ein Ticken besser. Dragon King Soldier of Noxtella. Ah, der unten im. Ja. Ja, den fand ich eigentlich auch ganz okay. Den Kampf und auch die Inszenierung der ganzen Nummer. Dragonkin Soldier, den gab es nochmal. Ja, das ist wieder verarbeitet worden. Nee, warte mal. Lanceax? Ich verwechsel Lanceax mit Placidusax. Ich wollte Placidusax, den Pascal, genau, den wollte ich hier oben hin tun. Welcher ist denn Lanceax? Lanceax ist einer von diesen Standarddrachen. Auf okay. Ja. Elden Beast. Oh. Das Elden Beast. Mäh. Der Kampf. Ja, viel Magie, Brutzelzeug. Groß. So große Gegner sind für mich eh immer ein bisschen problematisch, was den Spaß betrifft. Gerade gefetzt
Ist echt Arsch. Ach, Elden Beast, ja. Elder Dragon Greyjoll. Da weiß ich jetzt auch nicht, auch einer von den Drachen halt, Mai. Erdtree Avatar. Sind wir auch wieder bei dem in dem Bereich. Okay, ja, das sind alles. Erdtree Burial Watchdog. Okay. Also diese Burial Watchdogs. Ich weiß nicht, welcher das genau ist, der Erdtree Burial Watchdog. Den ersten Kampf gegen den Burial Watchdogs Dog, den fand ich cool, weil da habe ich das Parieren gegen den gelernt. Das war geil, das hat Spaß gemacht. Ich weiß nur nicht, welcher der erste war. Elemer of the Briar. Sagt mir jetzt gerade auch nichts. Eskar, Priest of Blood. Falling Star. Oh Gott, Falling Star Beast. Oh, die Fell Twins, die waren witzig. Eine relativ easy Fight für mich in dem Moment, aber waren ganz, ganz cool. Fias Champion. Ach, das war die Nummer. Ja, keine Ahnung. Da waren auch drei Stück dann irgendwie da oder so. Der fliegt immer weg. Der Elder Dragon Grail. Ich weiß nicht, wo, in welchem Gebiet ist denn der? Flying Dragon Arc Heal. Das ist der allererste. Das war schon mächtig. Der allererste Drache, den man findet. Der dann da auftaucht und erstmal diese Ruine kaputt macht. Das ist schon so ein Moment in Elden Ring. Und dann den Kampf zu üben, zu lernen mit dem Drachen, erstmal auf dem Pferd und dann, da hatte ich richtig Spaß. Hier haben wir den Drachen Grail auf der Brücke. Das war, ja, ist halt auch so ein Drache, ne, ist okay. War ganz witzig auf der Brücke. Ich habe ihn, glaube ich, relativ schnell erledigt gehabt. Oh, Fire Giant. Terrible. Da hatte ich echt keinen Spaß bei. Nee. Oh, dieser. Ja, Moment, gehen wir weiter die Liste. Frenzied Duelist. Weiß ich nicht. Full Grown Falling Star Beast. Moment. Falling Star Beast und Full Grown Falling Star Beast? Was, what the, wo ist der Unterschied? Meh, beides meh. Glintstone Dragon Adula, da sind wir wieder bei einem Drachen, das ist okay. Die waren alle okay. Drache. Godfrey the Grafted, das war einer in so einem Gefängnis. Da ich den schon konnte, war der danach relativ gut zu erledigen. Der Kampf war okay, aber die Inszenierung war so ein bisschen, ja. Godfrey, First Elden. Moment. Nee, Godfrey. Achso, Godfrey und Godfrey sind wieder unterschiedlich. wann und wo hat man die bekämpft? Godric the Grafted? Godfrey? Godric? Moment, Godric ist der im ersten Schloss. Ah, das hat schon Spaß gemacht, den zu lernen. Godfrey, First Elden Lord, das ist der sich auszieht und einen mit den bloßen Fäusten verprügeln, das war irgendwie cool, das hat Spaß gemacht. Und Shade weiß ich jetzt gar nicht, den habe ich nicht mal mehr, der wird okay gewesen sein, denke ich, weil ich kann mich dunkel erinnern, dass der mir über den Weg gelaufen ist, ich hatte den aber recht zügig platt gemacht. Das war so, ja, so nebenher mal schnell. Golem Archer. Nee. Godskin Noble, Godskin Duo, Godskin Apostel. Ah. Also der Apostel, der hat mich richtig geärgert. Der ist meh. Das Godskin Duo hat mich auch richtig geärgert. Ist meh. Und der Godskin Noble, als der einzeln da war, der hat mich zwar geärgert, aber das fand ich irgendwie witzig, den Kampf.
wenn er so fett wird und sich dann rumrollt, da hatte ich Spaß. Und auch ihn zu besiegen war dann ein gutes Gefühl und es war sehr spaßig auf jeden Fall. Grafted Skyen. Das sind diese Spinnendinger, ne? Oh, ich hasse sie. Terrible. Grave Warden Duelist, weiß ich nicht. Great Wyrm. Theodore, der Theodor. Der Theodor, der war geil. Oh, aber auf dieselbe Stufe wie Platzi, du sagst? Nee, aber dann so. Weil Theodor war schon eine richtig spaßige Nummer. Und der Pascal, der war einfach von der Inszenierung nochmal viel geiler und hat den Kampf nochmal cooler gemacht. So, Grave Warden Duelist, weiß ich nicht. Guardian Golem. Ah, die Golems, ne? Ah, meh. Die Golems sind alle so meh. Kindred Rot. Kindred of Rot. Das war ein Boss? Echt? Das waren doch so Standardgegner irgendwann. Ja, wiederverarbeitetes Zeug. Keine Ahnung. Leonine Missbegotten. Oder Missbegotten? Der hat mir richtig Laune gemacht. Der hat mir richtig, richtig Laune gemacht, den zu bekämpfen. Den würde ich auf jeden Fall mit Theodorix auf eine Stufe stellen, weil das Lernen cool war. Aber die Inszenierung nicht so krass. Aber der Kampf selber, der war geil. Vor allem ist der, glaube ich, auch relativ früh erschienen. Das war einer der früheren. Das war zu dem Zeitpunkt, war das schon echt stark. Und den dann auch zu besiegen, das war ganz geil. Lich Dragon Fortisax. Da weiß ich jetzt, das ist halt einer von den Drachen, ne? Loretta, Knight of the Harlech Tree. Ah, die Loretta. Die Loretta, die gibt's doch zweimal, ne? Die gab's doch nochmal als Geist. Da, ja, Royal Knight Loretta, genau. Also beim Harlech Tree fand ich es eher so meh, wo es nochmal verarbeitet wurde, aber der erste Kampf war okay gegen sie. Der zweite war so, ja, muss ich jetzt echt nochmal? Mad Pumpkinhead, ja, der war auch okay, wurde ja dann auch immer wieder verarbeitet. Magma Wyrm, einer von den Drachen oder so ähnlich, keine Ahnung. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, wo der aufgetaucht ist. Malekith, The Black Blade. Ha, Malekith, da habe ich ein bisschen Glück gehabt mit meinem Stun-Schwert, das ich machen konnte. Die Inszenierung mit dem, dass er das Schwert dann aus seiner Hand rauszieht und das Ganze, das war schon echt nice. Die zweite Phase habe ich zum Glück dann einen Stunlock hingekriegt bei ihm, was es sehr einfach gemacht hat für mich. Deswegen war der Kampf für mich schon sehr gut und hat mich wenig genervt. Aber es war jetzt kein Kampf, der so richtig Bock gemacht hat. Also gut, ja. Passt. Ach, Malenia. Die gute Melanie. Nee, Marlene. 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 Wo schmeißen wir denn Marlene hin? Wenn dieser Wassergeflügeltanz nicht wäre, ne? Wenn dieser Wassergeflügeltanz nicht wäre, dann wäre ich irgendwo bei Great und Good. Irgendwo bei A und B.
Aber der Wassergeflügeltanz, den ich immer noch nicht verstanden habe, der lässt Marlene, glaube ich, auf C wandern für mich. Weil ich das irgendwie nicht so dahinter gestiegen bin, ja. Margit, der erste richtige. Uff, Marlene, kein S-Tier. Ich finde auch die Inszenierung, keine Ahnung, wo ist hier der Dislike-Button? Die Inszenierung von dem Ganzen war jetzt auch nicht so krass wie jetzt beim Pascal, ne? Ich meine, wir können gerne nochmal drüber reden. Dass sie nur auf C ist, ist vielleicht ein bisschen unverdient. Ich könnte mich dazu überreden lassen, dass ich sie vielleicht auf B hochstufe, aber mehr auch nicht. Storytechnisch und so und was sie redet, ja, aber der Kampf selber. Ah. Also wie gesagt, bis auf den Wasserflügeltanz wäre ich gerne bei S oder A, aber dieser Wasserflügeltanz, dieser absolut undurchsichtiges Zeug da, da habe ich mir mittlerweile übrigens ein Video angeguckt. Irgendwie mal zwischengeschaltet, was man da so machen kann. Man kann einfach um sie rumlaufen. Unten, unter ihr, im Kreis und dann trifft sie einen nicht. So, what the fuck? Also, ja, Marlene, B. B, okay, machen wir sie. Mit B kann ich mich abfinden. Margit. Ah, der Kampf war schon auch cool. Auf jeden Fall A. Weil das der erste ist, der einen so richtig so reinnimmt in die ganze Nummer. Und dann man sich so ein bisschen ausprobieren kann. Vor allem ich konnte mich ausprobieren mit dem Parieren. Und dann bin ich auf die Fähigkeit des Schwerts gestoßen, die mich dann durchs ganze Spiel begleitet hat. Das war geil. Mimiktier, ja, war cool, dass man sich selber da bekämpft, fand ich mega stark, war richtig cool. Aber ja, das war's dann auch schon wieder. Miranda the Blighted Bloom. Wer zum Teufel ist das? Weiß ich nicht, kann ich gerade nicht einordnen. Mog. Oder Moog. Lord of Blood. Das ist die zweite Variante von ihm. Die erste, die habe ich einfach überrannt. Das ist gar nicht so. Das ist super an mir vorbeigegangen, dass das irgendwie ein größerer Boss ist in der ganzen Nummer. Anscheinend. So kam es mir jedenfalls dann vor im Nachhinein. Aber Lord of Blood. Die Inszenierung war jetzt nicht so krass, aber der Kampf, den zu lernen und das hinzukriegen, war cool. Mich hat nur diese AOE, das AOE-Zeug hat mich sehr geärgert. Aber mit der Blutung von meiner Keule und so, das war schon geil. Das hat schon Spaß gemacht. Und den, ja, keine Ahnung, der ist so an mir vorbeigegangen. Ich setz den mal in die Mitte. Und dann haben wir Morgoth, the Omen King. Das ist der, der vorm Elden Tree steht und einen abhält da oben. Hat ebenfalls einen Stunlock von mir bekommen in der zweiten Phase. Und war deswegen relativ schnell erledigt, nachdem ich gemerkt habe, was ich machen muss. Oder war das... Nee, Quatsch, das war der andere Kumpel. The First Elden Lord. Ah, der ist aber auch... Nee, der kommt auf A. Godfrey, the First Elden Lord, kommt auf jeden Fall auf A, weil der alleine mit diesem, wenn er sich dann auszieht. Das ist so geil, wie das...
In dem Moment, ich habe so hart gefeiert. Das war richtig geil. Aber Morgott, The Omen King, ich kann mich nicht mal mehr darin wirklich. Der macht das Gleiche wie sein anderer Kumpel, ne? Margit, The Fell Omen. Ja, das ist eher dann so ein Mäh, weil es halt Wiederverarbeitung ist. Beziehungsweise, nee, okay. Auch eine C-Tier. Es ist okay. Wurde halt wiederverarbeitet. Necromance Garrus. Keine Ahnung. Knights Cavalry. Ja, ist halt einer von den Rittern. Schwer zu sagen. C oder D? Oh, ist okay. Ist okay. Nox Duo. Das kommt mir sehr bekannt vor hier, die beiden. Aber so richtig auf dem Schirm habe ich es nicht mehr. Ich glaube, das ist eher so ein Mäh-Ding. Onyx Lord. Oh, das war. Oh, an den erinnere ich mich. Den habe ich auch relativ schnell verprügelt. Der war okay. Ach, Patches. Omen Killer, keine Ahnung. Patches. 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 Wo packen wir den guten Patches hin? S-Tier. Das war der geilste Kampf mitunter, den man in dem Spiel hat. Auch alleine, weil man Patches verprügelt. Meh. So. Parfumer Tricia and Leonine Misbegotten. Weiß ich nicht mehr. Putrid Avatar ist einer von den Bäumen, ne? Ja. Okay, ne, meh. Putrid Grave Warden Duelist. Weil kann ich jetzt auch nicht richtig erkennen dahinter, was das ist, weiß ich nicht genau. Putrid Tree Spirit, was weiß ich. Radagon of the Golden Order. Der Kampf, der hat Spaß gemacht. Gut. Oder great. Auf jeden Fall besser als die Mimiktier. Aber eigentlich auf der gleichen Stufe wie Malenia. Dann muss vielleicht die Mimiktier. Die Mimiktier muss eins runter. Ja. So passt das. Weiß ich nicht. Red Wolf of Radagon, der war eigentlich auch echt cool zu bekämpfen und zu lernen und platt zu machen. Dann fand ich geil in der Bibliothek drin. Es war auch eine geile Umgebung. Hat sich ein bisschen gefühlt, als wäre man in Hogwarts in dem Moment. Das war stark. Fand ich gut. Regal, Ancestor Spirit. Ach, meh. Renala, Queen of the Full Moon. Oh Gott, Kamehameha Lady. Oh, der Kampf war insgesamt eher so meh. Vor allem holt sie ja dann auch noch irgendwelche Drachen und Wölfe dazu und keine Ahnung. Und dann muss man wieder Kinder verprügeln, um dann wieder an sie ranzukommen. Ah, nee. Royal Revenant. Nope. Terrible, auf jeden Fall. Runebear. Den habe ich ziemlich schnell verprügelt. Das war ein okayer Kampf. Der war in Ordnung. War okay. Rickard. Ach, Rickard. Together. Good oder great? Ist halt ein Gimmick-Kampf. Also mit diesem Schwert, das man da kriegt. Aber hat richtig viel Spaß gemacht. Auch die Inszenierung von der ganzen Nummer. Wie das Ding aussah. Gerade die Inszenierung beeindruckt mich dann halt schon, gerade bei solchen Sachen. Das finde ich dann immer sehr amazing. Jetzt fällt mir deutsche Wort nicht ein für amazing. Großartig? Gibt es da nicht ein. Gibt es da nicht ein. Eine bessere Übersetzung als großartig?
Weiß ich nicht. Ah, gut. Was haben wir hier? Sanguine Noble. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, vergessen. Scaly Misbegotten. Pff, einer von denen halt, ne? Sir Gideon. Oh, Sir Gideon. Oh, der spammt seinen Magieblödsinn so hart rein, ne? Nee. Sanguine Noble, Scaly, Soldier of Godric. Ah, der allererste Boss. Bei dem man noch so, bei dem ich zumindest im ersten Moment so ein bisschen kurzen Moment Angst hatte und dann aber schnell begriffen habe, dass der gar nicht so schlimm ist. Ich glaube, ich bin einmal gestorben bei ihm. Aber der erste Boss im Spiel. So der allererste Moment, dass ein Bossbalken im Spiel erscheint. Das war schon ein cooles Gefühl. Und ich glaube, ich habe ihn pariert. Das war mein allererstes Parieren lernen bei ihm. Und das hat sich einfach so gut angefühlt in Elden Ring. Der muss auf S-Tier. Spirit Colossus Nave, was weiß ich, keine Ahnung. Starcorch Radan. Alles klar. Let's go. Amazing. Wirklich, das war so ein geiler Kampf. Oh, das hat mich. Gerade wenn Phase 2 losgeht, wenn er dann als Meteorit da vom Himmel runter knallt und einschlägt. Oh, ja, gigantisches Feeling. Richtig nice. Stone Digger Troll, Spirit Caller, Tibia Marina, Tibia Marina, Tree Sentinel. Ja, ich meine, das ist halt so ein Reiter, ne? Ja, ist okay. Die Tibia Seefahrer, die waren auch okay. Oder Tibia. Ulcerated Tree Spirit. Ja, meh. Ah, die Valiant Gargoyles. Wieder verarbeitetes Zeug. Wurmface, terrible. So, jetzt haben wir hier noch so ein paar Dinger offen. Muss ich mir jetzt wirklich kurz anschauen, was ihr seid. Also Alecto ist auf jeden Fall die ganz schnelle gewesen. Die habe ich erstmal dann nochmal liegen lassen und bin dann nochmal zurückgegangen und hab sie dann nochmal bekämpft. Und dann war es ein echt guter Kampf, der Spaß gemacht hat, sie zu lernen und dann zu killen. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber insgesamt war der Kampf cool. Muss ich den Rest überhaupt noch einordnen? Gibt es einen, den ich unbedingt... Also hier haben wir nochmal den Burial Watchdog. Da habe ich auch, das war auch einer der Kämpfe, die gut sind für mich, weil ich bei dem auch festgestellt habe, oh, das kann ich auch parieren. Das war ein augenöffnender Moment. Und deswegen auf jeden Fall für mich ein sehr guter Boss in dem Moment gewesen. So, welchen soll ich unbedingt noch einordnen? Bellbearing Hunter weiß ich jetzt wirklich nicht. Bowls, Carrion Knight. Ja, der kommt mir bekannt vor. Ich weiß, dass ich ihn bekämpft habe, war jetzt aber irgendwie... Weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich ihn bei okay oder meh oder terrible einordnen sollte. Wahrscheinlich war er okay.
Na, packen wir ihn halt mal da hoch. Cemetery Shade. Ich glaube, das Ding ist einfach weggeflogen bei mir. Demi-Human Queen weiß ich jetzt auch wirklich nicht. Demi-Human Chiefs, keine Ahnung. Necromancer Garrus. Miranda the Blighted Bloom. Renzi Dualist. Ich sehe für mich... Omen Killer. Oh, Moment, ist das... Das ist so ein Ziegenlord-Typ. So ein Ziegenlord-Typ. Okay, oder... Also Gurt würde ich jetzt... Den würde ich jetzt nicht da hochsetzen. Der war okay, ja. Element of Debris, ja, den Rest kann ich wirklich kaum einordnen, weil ich mich auch an den Kampf einfach nicht so wirklich erinnere. Am ehesten noch vielleicht den Alabaster Lord, weil der mir, weil die Form mir bekannt vorkommt, wie er da steht. Ich glaube, der ist aber auch relativ zügig gefallen. War nichts Besonderes. Packen wir den mal noch ins Okay rein. Ja, ich denke, ich würde sagen, dass die restlichen kann ich einfach von meinem Gefühl her gerade nicht einordnen. Ich bin gerade schwer am Überlegen, ob es irgendwo noch eine geile Inszenierung gab, die ich gerade vergesse. Aber ich glaube, Rickard, Pascal und Radahn, das waren schon gigantische Kämpfe, die richtig wild Bock gemacht haben. Bei so vielen Fillern wäre eventuell eine Remembrance-Liste interessanter Bosse, die so eine Seele droppen. Ja, die Hauptbosse meinst du, ne? Hier sind schon echt alle mit drin. Also wirklich alle, die eine Bossleiste haben. Aber das ist auf jeden Fall die Liste. Die packe ich mal auf den Discord. Das sind alle Elden Ring Bosse, die es so gab. Die vollständige Liste könnt ihr auf dem Discord anschauen. Und ich denke, nach dem DLC machen wir nochmal so eine Liste. Und dann nehmen wir aber nur die Hauptbosse. So machen wir es. Und bis dahin, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.